Hallo zusammen, mein Name ist Natascha Mattich und ich komme aus der Schweiz. Ich bin an der Universität Basel eingeschrieben und dank dem Erasmus-Programm heute auf La Réunion. Wieso habe ich diese Universität ausgewählt? Das ist eigentlich eine ziemlich schwierige Frage, weil von La Réunion habe ich vorher noch nie irgendetwas gehört. Aber als der Name auf dieser Liste stand, die sie mir gegeben haben, habe ich mal etwas recherchiert. Und ab dem Moment, als ich die ersten Fotos, die ersten Reiseberichte und die erste Bilder gesehen, war für mich klar, dass ich dorthin muss. Und tatsächlich bin ich nicht enttäuscht worden. Es ist eine wunderschöne Insel mitten im Indischen Ozean, umgeben vom Meer, es hat Berge, es hat einen Vulkan, es hat Tropenwald, es hat alles, was man sich wünschen kann. Und jeden Tag ist es eigentlich ein Geschenk hier. Und natürlich bin ich auch noch hier, nicht nur zum Ferien machen, nein, ich habe noch ein Studium, das ich nebenbei auch noch so etwas fördern sollte. Und es war am Anfang hart, weil das französische System doch nicht ganz dem entspricht, was wir in der Schweiz kennen. Aber inzwischen, als ich die Sprache auch ein bisschen besser verstehe und mehr eingelebt habe, muss ich sagen, bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit der Universität. Ich bin hier an der Fac de Lettres und an der Fac de Droit und mache dort Wirtschaft. An Fac de Lettres habe ich so ein Gemisch, weil mein Studium das geht hier echt nicht. So dass ich jetzt so von allem etwas ausgewählt habe. Und in allen Level, also ich habe Kurs auf Master-Level, auf L2, auf L3, auf L1. Und habe mir so meinen eigenen Stundenplan zusammengestellt. Man muss sich darauf gefasst machen, dass es doch ganz anders ist als in der Schweiz. Das heisst, teilweise ist es einfach eine zweistündige Vorlesung, die nur vorgelesen wird. Der Lehrer hat irgendein Blatt vor sich und liest ab und der Student nimmt Notizen. Aber es gibt auch die anderen Stunden, wo man wirklich diskutiert, wo man zum Reden kommt, wo auch Gruppen viel kleiner sind, als man es sich gewöhnt ist in der Schweiz. Und wo ich eigentlich sehr davon profitiere, auch im Kontakt mit den Einheimischen. Was ich eigentlich so zum Schluss noch sagen kann, ist, kommt, profitiert und lernt La Réunion kennen. Es lohnt sich. Merci.